Schalke. Noch einmal Steinecker, die Luganesi kommen aggressiv heraus auf den scheibenführenden Mann, nehmen die Schusspositionen damit weg. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Ja, Meier versucht's, Scheibe drin. Ralf Schnepfer mit dem 1:0 für den SCB in der 10. Minute in der doppelten Überzahl. Slow-Motion offensichtlich noch nicht ganz bereit. So, jetzt Meyers Schuss vorbei am Tor. Dann ist es Schober, der den Puck auf die andere Seite bringt und aus Spitzenwinkel trifft Rolf Schrepfer zum 1:0. Vielleicht haben Sie die Freude gesehen von Rolf Schrepfer. Könnte was damit zu tun haben, dass er der Mann war, der die Scheibe verloren hat zum Entscheidungstor der Luganesi vorgestern. Wobei ihm da einen Strick draus zu drehen wäre falsch. Das war ja vielleicht eine ganz kuriose Situation. Ja, Rolf Schrepfer, wie sehr ist das Goal auch genugtuig für das, was am Donnerstag passiert ist? Ja, es ist ein normales Goal wie jedes. Ich kann das nicht mehr gut machen, was am letzten Donnerstag passiert ist. Und wir müssen das Spiel heute einfach gewinnen. Wie weiter zu gewinnen? Wie muss es weitergehen im zweiten Drittel? Ja, wir müssen wieder wie die ersten 15 Minuten aggressiv spielen, keine Räume geben vor allem. Und dann gewinnen wir den Match. Eben, was ist jetzt am Schluss ein bisschen passiert? Die Disziplin ist plötzlich ein bisschen verloren gegangen. Nein, wir sind zu wenig gelaufen. Lugano hat angefangen zu laufen. Und darum haben wir nachher Strafen genommen. Okay, merci vielmals, Rolf Schrepfer. Jetzt sind sie da, die Luganesi mit Peltonen und der Treff, die kleinste Lücke ausgenutzt. Und der Ausgleich geht die Runde. Waren gespielt im ersten Drittel, da traf Schrepfer zum 0:1. 9:38 im zweiten Drittel gespielt. Wille Peltonen, mal wieder nicht gesehen bis hierhin. Aber hier zeigt er sich präsent. Der Ausgleich, das 1:1. Wille Peltonen. Jetzt wieder Patrick Sutter, aber genau in den Körper von Bordalo und Benelot aus dem Winkel, wo schon Peltonen getroffen hat zum 2:1. Der Körper von Bordalo aus dem Winkel, wo schon Peltonen getroffen hat zum 2:1. Mike Benelot, und damit ist eines klar, die Rückkehr, um seine Mannschaft wach zu rütteln. In den Schuss geworfen. Einmal mehr Petteri Nummelin, der Vorbereiter. Kent Runke hat ein Timeout genommen, um seine Mannschaft wach zu rütteln. Und Schanner, der zum Glück zurückgekehrt ist, aufs Eis. Da ist er wieder am Puck. Sandy Schanner lanciert Peltonen. 2 gegen 1. Peltonen, Gardner ist mitgekommen, Wille Peltonen scheitert an Marco Bührer-Hirschi. Im entscheidenden Moment am Schuss gehindert von Marc Weber. Weber dann gleich zuvorderst und die Scheibe drin. Was für ein verrücktes Spiel und was für ein verrücktes Tor. Marc Weber mit dem Ausgleich zum 2:2.
die Situation klären können, Mark Weber. Und dann gleich zuvorderst mit einem Tor der Marke unmöglich. 38. Minute, alles wieder ausgeglichen. Ziegler einfach mal rein. Der Abpraller von Rüger, genau bei Weber und von hinter der Grundlinie via Rüger die Scheibe ins Tor. Aber wie schon am Donnerstag ein unmögliches Goal, auch heute wieder. Wie habt ihr euch auf das spezialisiert? Keine Ahnung, ich muss einfach den Puck brechen, wenn er wieder runterkommt aus der Luft. Was hat es das Timeout gebracht, oder keinen Trunken genommen hat? Wir müssen wieder sammeln schnell und wieder gesagt, dass wir müssen Schleifschuh fahren und aggressiv weiterspielen und einfach nicht irgendwie den Kopf verlieren und dumme Strafen machen. Alles klar, merci Marc Weber. Die Berner mit Löffel. Dubé, Rüttemann, lässt Nummerin aussteigen, immer noch Rüttemann. Steinecker für Dubé. Dubé mal vors Tor und die Scheibe drin. Sebastian Bordolo bringt Bern wieder in Führung. Die Lugano-Verteidiger standen zwar da, da haben wir Numerin und einer steht dicht bei Bordolo, aber kann diesen Torschuss auch nicht verhindern. Dubé mit einer weiteren Vorlage und Gardner zwar beim Mann, aber der bringt den Stock dennoch an den Puck. Martin Steinecker raus auf die Strafbank. 50 Sekunden lang 6 Luganesi gegen 4 Berner. Der Captain fehlt für die Schlussphase. Die Anfangsphase war's, als er den Stock zu hoch hatte und ins Gesicht von Rheingartner knallte. Das war der Grund für die Strafe. Steinecker also raus. 50 Sekunden noch am Spiel vor Bührer. Wie gesagt, Lugano ohne Torhüter, mit sechsten Feldspieler und doppelter Überzahl. Numming, das wäre ja ein Ding, wenn jetzt noch der Ausgleich kommen würde. Peltonen. Peltonen, Numelin und Menelok. Was jetzt in euch vorgeht? Ja, nicht viel. Also, der Scheiß ist gesehen. Ja. Ich kann nicht viel sagen. Was ist jetzt das Motto? Das Goal schiessen. Okay, merci vielmals. Also, versammelt
im Gang der SC Bern kommt raus für die Verlängerung für die nächsten höchstens 20 Minuten. Ja, vielleicht haben Sie den Schlachtruf noch einmal gehört des SC Bern in der Kabine. Noch einmal, höchste Konzentration. Das letzte Drittel. So viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Alles andere ist Spekulation. 20 Minuten oder vielleicht auch nicht. Das nächste Tor entscheidet die Schweizer Meisterschaft 2003-2004. Wer schießt, ist Meister. Wer es kassiert, ist am Boden. Und eigentlich nach dieser Finalserie und auch nach dem heutigen Spiel müsste man zwei so wunderschön blaue Pokale haben. Beide Mannschaften hätten den Titel zweifellos verdient nach all dem, was sie uns geboten haben während der Saison, aber vor allem eben auch in dieser Finalserie, die über die volle Distanz gegangen ist und jetzt noch eine Verlängerung erlebt. Mike Maneluk, zweifacher Torschütze heute Abend, beide Male im Powerplay. Beim ersten Mal traf er zum 2:1 in der 33. Minute. Damals war das die erste und einzige Führung für den HC Lugano. Beim zweiten Mal traf er 32 Sekunden vor Schluss des dritten Drittels zum 3:3. Wahrscheinlich der wichtigste Treffer seiner Karriere bisher. Mike Maneluk, er hat den HC Lugano mal wieder am Leben erhalten. Unglaublich, was diese Mannschaft geleistet hat in diesen Playoffs. Fast ausgeschieden gegen die ZSC Lions. Jetzt fast den Titel abgegeben an den SC Bern. Aber jetzt wieder mit neuem Leben eingehaucht in die Verlängerung. Die Verlängerung, wie gesagt, das erste Tor entscheidet. Wenn kein Treffer fällt, dann erleben wir sogar noch ein Penaltyschießen. Und auch das halte ich für durchaus möglich. Nach all dem, was wir bereits gesehen haben in dieser Finalserie. Und auch jetzt gilt wieder, der kleinste Fehler kann entscheidend sein. Der kleinste Fehler kann zum Gegentreffer führen und damit zum Verlust der Meisterschaft. Also den totalen Sturmlauf der beiden Mannschaften, den werden wir sicher nicht erleben in dieser Verlängerung. Dafür geht es schlicht und einfach um zu viel. Schuss Richtung Tor von Bührer. Der zweite dann aufs Tor von Bührer. Abgegeben von Adrian Wichser. Sandy Schanner haben wir im Bild. Marco Bührer, die Ruhe selbst auch heute Abend. Rudi Schwarz und Rainer Salzgeber haben es angetönt. Makellose Leistung von ihm in diesem Spiel. Richtung Bührer, aber der wurde vom eigenen Verteidiger noch abgefangen. Deshalb die kurze Orientierungslosigkeit des Berner Torhüters. Schrepfer startet den Gegenangriff. Lässt liegen, allerdings nur für Kies Fair. Fair dann für Aeschlimann. Aeschlimann und der Abpraller landet beim eigenen Mann. Hirschi nur bis zu Dominik Meier. Rüdemann. Dübe bringt den Puck nicht weg. Peltonen. Patrick
Dominik Sutter beim AC Lugano nicht mehr dabei. Hat eine Hirnerschütterung erlitten kurz vor Ende des dritten Drittels. Die Luganesi mal wieder mit einem Verteidiger weniger. Mark Weber. Saro in der Mitte, Rötel übernimmt. Yves Saro, Weber, Scheibe fast bei Rötel gelandet. Aber die Luganesi können den Puck doch noch wegschlagen. Verlängerung ist definitiv lanciert nach 3 Minuten. Gleich ein Bulli vor Ronny Würger nach dem unerlaubten Befreiungsschlag. Ja, viel Pech für die Luganesi, was die Abwehr betrifft. Ein weiterer Ausfall. Patrick Sutter fällt aus mit Gehirnerschütterung. Damit geht es mit 5 Verteidigern weiter bei Lugano. Ist aber sicher kein Problem für diese Verlängerung. Aufgepasst auf die Berner mit Schröpfer. Der hat einen ersten Matchpack auf der Stockschaufel. Rüger bewahrt seine Mannschaft vor Schlimmerem. Rolf Schröpfer, Schütze des ersten Tors heute Abend. Hat die Berner in Führung gebracht im ersten Drittel. Einziges Tor war das im Startdrittel. Cereda wäre bereit gewesen für den Abpraller, aber der kam nicht. Ronny Rüger sicher. Die Berner gewinnen das Pulli. Steinecker. Viel Verkehr vor Rüger. Dank Sebastian Bordlo. Eine sichere Beute von Marco Bührer. Was für Möglichkeiten gleich zu Beginn schon der Verlängerung. Maximal noch in der Verlängerung. Und wir erleben ein richtiges Eishockey-Fest in der Ressige. Die Stimmung entsprechend. Ohne Orientierung, die Berner profitieren davon mit Schröpfer. Cereda wieder Schröpfer. Dann löst sich Cereda von der Bande, lässt den Gegenspieler aussteigen. Näser, nein, Fuchs ist es. Schuss von Dominik Mayer. Start für die Berner, auch wenn Lugano auch bereits 2 hochkarätige Chancen hatte. Zumindest
Jeweils die zweite davon entstand aus einem Konter. Dübe! Und da zerbricht der Stock bei diesem Schuss. Rötli gegen Keller. Weber für Saru. Berner ungemein aggressiv. Und die Luganesi haben ihre liebe Mühe damit. Haben die größte Mühe, sich aus der eigenen Zone zu lösen. Da hilft sowas schon mal. Ein unerlaubter Befreiung stark. Um den Rhythmus des Gegners ein bisschen wenigstens zu brechen. Dübes Geschoss. Hat er Pech. Dann haben bereits das Poli wieder gewonnen. Numelin schlägt über die Scheibe. Gereda versucht zu profitieren. Rolf Ziegler aus der Drehung. Und viel Glück für Lugano. Berner jetzt eindeutig mit dem besseren Start in diese Verlängerung. Die Luganesi wehren sich nach Kräften. Thomas Ziegler legt auf für Gereda. Wieder nichts. Was für Möglichkeiten für den SCB. Fast schon im Sekundentakt jetzt. Dominik Weyer, wieder der Abpraller. Und dann der Crosscheck von Ziegler in den Rücken von Don. Oh, das war jetzt allerdings hässlich. Da dreht er sich ab, weg mit der Scheibe und mit dem Ellbogen in den Rücken des Gegners. Greiber stand daneben, hat sich entschieden, keine Strafe zu geben. Ich denke mal, wenn es nicht während der Verlängerung passiert wäre, hätte er die Strafe gegeben. Alles spielt sich ab in der Abwehrzone von Lugano. Rötemann. Als hätten die Berner diesen K.O.-Schlag des Ausgleichs gar nie erlebt. Sie spielen so weiter, wie sie es über weite Strecken getan haben, im dritten Drittel. Und die Luganesi verlagern sich aufs Konter. Die Scheibe nicht weg. Leuenberger. Marc Leuenberger gegen Fuchs. Schneller als Regis Fuchs. Und doch für einmal der Pack weg aus der Abwehrzone der Tessiner. Der Druck ist riesig auf das Tor von Ronny Rüegg. Aber bisher haben sie den Druck standhalten können. Frage ist nur, wie lange geht das gut? Auf der anderen Seite muss man sagen, wie viele Chancen dürfen die Berner vergeben, bis es auf der anderen Seite einschlägt. Meier. Aber da ist der Fanghandschuh von Rüegg. Das ist der Blick in die Berner Fankurve.
im ausverkauften Ressega. Berner Fankurve vor deren Augen sich das Geschehen großmehrheitlich abspielt. In diesen 8 Minuten 40, die gespielt sind, in der Verlängerung. Bald ist also Halbzeit bereits auch schon wieder erreicht in der Overtime. Lugano war dem Sudden Death mehrmals schon sehr nahe. Von Peltonen mit dem Pack weg aus der eigenen Zone. Güya. Luganesi scheinen sich ein bisschen zu erholen von der Sturm- und Drangphase der Berner zu Beginn der Verlängerung. Wille Pelton dreht noch einmal ab. Peltonen. Keller nur bis zu Bordel. Da vergeblich der Scheibe nachsprintet, Sebastian Wardlow. Ken Trunke, wie lange ist er noch SCB-Coach? Es könnte in wenigen Sekunden bereits vorbei sein mit seiner Karriere beim Schlittschuhclub Bern. Könnte allerdings auch noch ein kleines Weilchen dauern und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Penalty schießen, das wäre doch die Krönung für die Saison. Auch wenn nachher wieder alle von Lotterie sprechen und schreiben. Das war nicht recht. Rötel, noch eine Möglichkeit. Saro, Stocher nach. Die Berner sind immer noch da. Mischoba. Der Pack wurde noch abgefälscht. Gleich wird es ein Budi geben vor Ronny Rüger. Der mehr Arbeit erhält, als ihm lieb sein kann in dieser Verlängerung. So langsam nimmt das ganze NHL-Format hier an und zumindest was die Spieldauer betrifft. Über 3 Stunden und 10 Minuten wird bereits gespielt in der Ressega. Zumindest brutto. NHL wird ausgespielt. Da gibt es kein Penaltyschießen. Da gibt es Verlängerung um Verlängerung, bis die Entscheidung fällt. Lugano mit Manelok vergisst die Scheibe. Numerin. Petri Numerin. Der Solist ins Außennetz. Und Bordelow. An Rütemann mit Tempo. Bordelow. Bordelow, Scheibe noch abgefälscht von einem Lugano-Spieler. Conn versucht den Konter einzuleiten. Aber der endet bei Leuenberger. Acht
Minuten noch. Was haben wir gesehen? Zwei Möglichkeiten für den HC Lugano und ungezählte Chancen für den SCB in dieser Verlängerung, die längst entschieden sein könnte, wenn Ronny Rüegger das Gegenüber von Marco Bührer sein Tor nicht reingehalten hätte. Röteli gegen Eschlimann beim Bulli. Die beiden Routiniers. Und Marc Weber klaut diesen Puck aus dem Zweikampf raus. Marco Bührer, kein Risiko. Gibt er die Scheibe doch wieder frei. Und die Luganesi versuchen nachzusetzen mit dem schnellen Gong. Janne, wieder Gong. Wo ist der dritte im Bund? Wichser wird da weggedrängt von Marc Weber. Und jetzt geht es noch 7 Minuten. So sah das über weite Strecken im dritten Drittel auch aus. Die Berner mit den besseren Chancen, mit der Spielkontrolle, defensiv solid, gute Möglichkeiten erarbeitet. Aber am Ende doch nicht der Sieger nach 3 Dritteln. Gegen Güja. Einen Unterschied zum dritten Drittel gibt es allerdings. Während dieses dritte Drittel unendlich lange gedauert hat, gibt es hier fast keine Unterbrüche in dieser Verlängerung. Marc Weber, Tor! Der SCB ist Meister! Und Marc Weber ist der Meisterschütze! Ken Trunke hat den Titel geholt! Sekunden hat die Verlängerung gedauert. Und wenn wir die Verlängerung isoliert betrachten, muss man sagen, verdient gewonnen. Im entscheidenden Finalspiel, wann ist dir das letzte Mal gelungen? Ich habe noch nie im Finale gestanden, außer diesem Jahr, also ist mir das noch nie gelungen. Wann ist es schon mal gelungen, 2 Goal in einem Match? Ja, das hat es auch schon gegeben, aber das ist vielleicht schon ein bisschen her. Wie verlässt der SCB jetzt? Ist euch das letzte Spiel gewesen, euch ein Abschiedsgeschenk? Ja, das Abschiedsgeschenk habe ich sicher auch mir gemacht und sicher auch dieser super Mannschaft. Ja. Mit was für Gefühl geht ihr jetzt? Ja, schönere Gefühle kann man nicht mehr haben mit so einem Abgang. Merci vielmals, Marc Weber. Das war die Entscheidung. Marc Webers Tor nach 14 Minuten und 20 Sekunden der Verlängerung. Der Schuss ins Glück.
Ken Trunke verneigt sich vor den Fans des SCB. Und die feiern ihren Trainer, der also mal wieder mit einem Meistertitel abtritt, genau wie bei den ZSC Lions. Gratuliere, ist das jetzt schon der Meisterstumpe da? Jawohl, richtig. Und das merkt er? Da haben wir jetzt fünf Spiele aufbewahrt. Und ich bin nicht Raucher, aber es schmeckt nicht schlecht. Ja, hey, das war nicht zum Aushalten. Ich habe mir nicht Bolgano den Ausgleich geschossen. Aber jetzt sind wir gefeiert, meine ich. Ich bin zu alt für dich. Doch. Aber wir nehmen Zeit. Ja, so sehr sich die Spieler des SCB freuen, so sehr sind die Luganesi enttäuscht. Und ich habe es vor der Verlängerung gesagt, eigentlich hätte es in diesem Jahr zwei Meister geben müssen, denn die Mannschaften waren sich wirklich ebenbürtig. Es ist sicher ein schöner Moment. Ja, wir haben alles gegeben heute und kurz vor Schluss noch unsere Chance für den Overtime. Und, ja, SCB hat das Goal geschossen entscheidend und gratuliere. In dem Moment das Goal gemacht, was ihr braucht. Und, ja, so ist es. Der Kübel empfängt noch. Wie ist das? Ja, ich weiß es noch nicht. Wir schauen, wenn wir den Kübel in den Fingern haben. Wir haben ja noch nicht. Oder Mann vom Spiel. Das ist die Mannschaft. Wir haben geil gespielt. Wir haben absolut super gespielt. Und wenn man weiss, dass eine ganze Stadt dahinter ist, die jetzt jubelt in der Berner Arena. Jetzt müssen sie halt noch ein bisschen warten, bis wir heimkommen. Schade, dass wir es jetzt schon am Donnerstag machen können. Gratulation. Ja, Maggie! Des SCB werden gebeten, jetzt einzeln raufzukommen aufs Podest. Und Yves Sarro führt die Parade an. Dann haben wir Alex Schattler, der den Verein verlassen wird. Sylvain Lefebvre, der wohl auch keinen neuen Vertrag erhalten wird. Luca Cereda, er bleibt. Genauso wie Beat Gerber. Schrepfer, dann haben wir Cedric Poté, David Schuber, Vjeran Ivanković. Und der Torschütze des 4:3, Mark Weber, Thomas Ziegler. Da ist Schrepfer, der vorher das war Cannon. Auch der Torschütze heute, dann Rolf Ziegler. Sebastian Bortlu. Ich bin
und so weiter. Ivo Rüttimann, der Topscorer aus den Händen von Franz Zöpf, Nationalliga-Präsident. Halten Sie die Medaillen, Marco Bühler, Christian Dubé. Und Kent Runke. Pokalübergabe, der große Moment für Captain Martin Steinecker. Der SCB, Schweizer Meister 2004. Die Ausstiegstreffer in letzter Minute, oder der Schwung ist auf der Seite von Lugano. Aber ich habe meinen Spielern gesagt, wir müssen den Mut haben zu gewinnen, dürfen nicht angstlich spielen und waren wir in Overtime fast perfekt. Sie werden den SC Bern verlassen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich konnte nicht eine Minute mehr arbeiten mit den Leuten dort. Meine Spieler und Fans sind super, aber ich konnte nicht mehr dort arbeiten. Aber ich bin sehr froh für meine Spieler. Aber gibt es einen Moment sportlich mit Ihrem Team, den Sie ganz besonders in Erinnerung behalten werden? Ganz klar, oder? Wenn du solche Sachen erlebst, oder? 8 Monate jeden Tag, wie you know, gespannt und Emotionen. Ich würde diese Leute immer noch erinnern. Und jetzt muss ich entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Okay, alles Gute, Kent Runke, herzliche Gratulation. Wir lassen Sie feiern. Yves Sarrault, you got the trophy in your hands. What does it mean to you? It's my first one in Europe, and it's a great feeling. To be champion, there's nothing, no better feeling. You got the fans behind you, and you know you got a whole city, a whole region behind you. What do you think of that? The support was great all season. The fans, the whole city was behind us the whole season. We just got to keep it up. Next year, we're going to be ready again, get our rest in the summer, and another season starts next year. We're going to celebrate tonight and the whole summer. But we'll be ready for next year. One last question. You're a guy that have seen so many things, NHL, whatever. What do you think about the mood here in Bern with all the people? Have you ever seen something like that? There's no atmosphere like it anywhere else in hockey. I've never seen anything like it, especially in Bern. Da! Meister! Hello! Alright, we did it! Woo! Kräfte erobern den Match, sie hat Nerven gekostet, hier bei euch. Ja, ich meine, das Reibo vom Match hat nicht nervenauftriebend für die Spieler. Ich denke, für die Zuschauer war es fast noch schlimmer gewesen. Und irgendwie hat es zu dem Final gepasst, dass wir mit Overtime gehen mussten. Und wirklich fast bis zum Schluss mussten warten, bis der Sieger gibt. Ihr seid im 97 dabei gewesen, seid jetzt dabei. Was bedeutet die Medaille um den Hals? Ja, ich meine, das ist eine Bestätigung für die ganze Saison. Wir haben wirklich eine überragende Saison gespielt. Wir haben nie mehr als 2 Mal verloren hintereinander. Und ich denke, ja, die Jungs haben es verdient.
Cup was, you know, was a lot of fun and was a great achievement. But coming here and seeing those guys, you know, working as hard as they did, and the guys like Christian Dubé and Sébastien Bordelot and Martin Steininger, Marco Breuer, there's so many guys here that, you know, deserve a championship, and now they have it. And the city of Bern, you know, they've been waiting for a little while. The fans have been unbelievable. I mean, for me, it was a new experience to come here, and I enjoyed it very much. Gang noch nicht unter oder er ist jetzt richtig oben. Wie ist es? Das ist ja das, was er immer davon träumt hat. Genau, ja, wir haben das ganze Essen hart daran gearbeitet und jetzt schwitze ich mehr als im Spiel und kann kaum mehr reden. Ich sehe ausgerechnet, das war das Brot, das letzte Spiel. Ich sage, dass Steinhardt dominiert haben wir gewonnen. Heute Nacht, die ersten zwei Drittel, müssen wir mehr machen mit unseren Chancen. Oder? Aber das ist eins. Ich habe gleich gesagt. Nehmen wir zum Rätseln den Kübel bringen. Kübel! Los! Ich habe den Köbel wieder bei mir, Fetsch. Ja, da haben wir geholt! Willi, wir haben den Köbel wieder Willi. Bei uns. Willi, du geiler Hund! Ja, fahrt auf Bern. Ja, ist gut. Ich habe dann die ganze Ausrüstung an, da vor dem Gas. Der Salz ist auch da. Was machst du? Warte schon, ich muss das Ganze. Ja, Ruth, Andi Rötterli, was meinst du, überlebt er den Pokal bis auf Bern? Ich schaue dazu. Ich habe letztes Jahr schon schauen. Und ich schaue auch das Jahr, dass wir auf Bern bringen. Wir wollen jetzt auf Bern und das jetzt auch am Ende reinbringen und den Leuten zeigen. Aber es sieht uns, als ob er schon ein bisschen ramponiert ist. Ja gut, das ist die billige Version hier, aber die andere dürfen wir nicht mehr geben. Aber desto trotz, wir nehmen ihn auch so mit. We're just a family. Zeig dir mal, wie man Meister wird. Lass den Velofahrer sagen, so wenn sie sich toben. Vom Computerverein Bern Arena. Gute Heimfahrt. Dominik, wir wissen, dass du Champion bist. Alles klar, hast du geschafft. Danke, gell? Ja, wir führen den Zeichen ab. Jeden Abend, gell? Wer hat immer gestreichelt, die Garderobe? Streicheln Sie mal, du musst streicheln. Ja, ich schon 3.500 an trainiert. Also, Go ist besser als wir. Alles abgemacht, Schiebeverlust an der blauen Linie, Goal. Vom Idiot! Wieder zum Score, Mr. Playoff, oder der ganze Sache. Wenn es offen ist im Kornhaus. Und sonst ein 7 im Desperado, alle zusammen mit Frauen. Ja.
schau mal herum, oder? Es ist unglaublich. Es ist, ist nur in der Schweiz so etwas passieren kann. Es ist unglaublich. Sehr schön. Aber das ist das schönste Moment, dass wir den Pokal haben, dass wir im eigenen Stadion nicht zeigen können. Und ja, auf das haben wir gewartet. Also, es ist einmalig. Man, für mich. Ich bin einfach stolz, dass ich hier dabei sein darf. Ich darf hier in Bern spielen und es ist einmalig.